Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es endlich mal wieder ein Food Diary. Ich habe ja ganz viele What I Eat in a Days immer gemacht, aber jetzt habe ich einfach mal ein paar Tage hintereinander abgefilmt. Ich glaube, zwei oder drei. Ja, so ungefähr. Und, was meinte ich, bitte alle sagen? Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich habe diese Woche relativ gesund gegessen. Ich esse auch gerne mal Ben und Jerry's vegan und viel Schokolade und vegane Burger und alles Mögliche. Aber diese Woche habe ich es mal versucht, wieder ein bisschen natürlicher und so weiter zu gestalten. Und ja, ich hoffe, da ist ein bisschen Inspiration für euch dabei. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Und ja, jetzt kommt ein Voice-Over. Tschö. So, dann starten wir mal ganz unspektakulär mit Haferflocken, Sojamilch und Mandelmilch, eine halbe Banane und Blaubeeren. Ich glaube, die Haferflocken habe ich da nur eingeweicht, was man an der sehr flüssigen Milch erkennt. Manchmal mache ich es auch gerne in die Mikrowelle. Und dann war ich Groceries shoppen und da habe ich ein bisschen Hunger bekommen. Deswegen habe ich mir da die Almond Milk Date Cinnamon Sea Salt and Vanilla Smoothie Flasche Dings Drink, was auch immer, geholt, was meinen ersten Hunger gestillt hat. Und da habe ich mich mit Freunden getroffen und da habe ich mir einen Glasnudelsalat geholt. Ja, mit ganz viel Tofu und so einem ganz leckeren Dressing. Ich weiß, meine Filmskills sind nicht die geilsten. Und dann haben wir uns an den Strand gesetzt und ja, das genossen. Und zum Abend hatte ich dann einen Wrap mit Chili Sin Carne und Avocado. Das Chili Sin Carne hatten wir noch im Kühlschrank. Und ja, das schmeckte auch sehr, sehr lecker. Im Chili waren auch Kartoffeln drin. Und zur späteren Stunde habe ich mir dann Kichererbsen-Cookies gegönnt. Die hatte ich auch noch an dem Tag gemacht. Die findet ihr in meinem kostenlosen Rezeptebuch. Na, eine Maske habe ich mir auch gemacht. Die sieht wunderschön aus. Und ja, dann als Late-Night-Snack habe ich mir noch einen Proteinshake gemacht. Ich war an dem Tag, glaube ich, auch trainieren. Ich weiß es gar nicht mehr. Tut mir leid. Auf jeden Fall, ja, habe ich da ein paar Nüsse und Trockenfrüchte, so Cranberries und Rosinen. Und ja, dann habe ich mir da aber noch ein paar Paranüsse reingetan. Zwei Stück sollte man ja am Tag essen. Für das Selenium oder Silizium. Ihr wisst, was ich meine. Abkürzung ist Selen. Und dann geht es schon zum nächsten Tag. Da habe ich mir diese Wassermelonenscheibenstücke hier gegönnt. Und ja, Wetter war wieder wunderschön in Australien. Habe ich mich wieder mit meinen Freundinnen getroffen und dann sind wir zu Acai Brothers gegangen. Und oh mein Gott, das ist mein allerliebster Lieblingsladen. Es ist so geil. Da habe ich mir die Triple Chocolate Bowl geholt. Und das war das Essen von meiner Freundin. Sie hat sich ja noch einen kleinen Donut gegönnt. Und ja, dann sind wir damit wieder an den Strand gegangen. Und es ist so schokoladig und so geil, Leute. Das kann ich euch nur sagen. Und ja, dann haben wir da ein bisschen den Vormittag genossen. Später habe ich mir dann Tempeh gebraten, Brokkoli gedünstet und ein bisschen Kürbis aufgewärmt. Den kann man einfach so fertig kaufen. Und dann da wieder ein paar Nüsse zugegessen. Über den Brokkoli habe ich noch Öl gemacht und ein bisschen Salz, Pfeffer. Und dann war mein Tag relativ stressig. Deswegen brauchte ich erstmal eine Cola Light. Und dann bin ich mit meiner Freundin Pizza essen gegangen. Das war eine vegane Pizza. Da hatte jeder so eine Hälfte von der Pizza. Aber es hat mich echt nicht satt gemacht. Irgendwie hatte ich an dem Abend ein bisschen Fressflash. Und dann hatte ich noch Pasta Leftovers und dann habe ich einfach ein bisschen Pasta gegessen mit Light Ketchup. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so super gesund, aber was soll man machen, wenn man Hunger hat? Und da habe ich fast alle Nudeln aufgegessen, aber danach hatte ich irgendwie noch einen kleinen Süßhunger. Und deswegen habe ich mir noch so ein Hot Cross Bun Brötchen gegönnt, was auch vegan ist. Das ist halt einfach so ein süßes Brötchen. Ja, also Tage, an denen ich mal viel esse, gibt es auch. Vor allem, wenn ich halt mehrere Jobs gleichzeitig habe und noch beim Sport bin und so weiter. Und dann habe ich dazu noch eine halbe Tasse Sojamilch getrunken. Gehen wir zum nächsten Tag, den dritten Tag. Da habe ich meinen Tag mit einem Apfel gestartet. Ja, Pink Lady Apfel, was soll man dazu großartig sagen? Smudge hat mir Gesellschaft geleistet. Und dann gab es wieder Haferflocken, diesmal aber in der Mikrowelle erwärmt, mit einer halben Banane und Blaubeeren wieder. Und ja, manchmal mache ich da auch noch gerne Joghurt rein, aber bin mir gerade nicht sicher, ob ich da Kokosnussjoghurt reingemacht habe oder nicht. Auf jeden Fall gab es dann zwei Toastscheiben zum Lunch mit veganem Käse und Avocado und ein bisschen Gurke und Tomate. Und hier als Beweis, es war veganer Käse. Na, ich muss ja niemandem was beweisen. Auf jeden Fall, ja, war der sehr lecker. Und dann habe ich mir noch eine Karotte gegönnt,
mit Nüssen wieder. Nüsse sind sehr gesund. Früher hatte ich so Angst vor Fett, aber ja, mittlerweile esse ich echt jeden Tag Nüsse. Ist vielleicht auch nur eine Phase von mir, ich weiß es nicht. Und ja, das war um 5:30. Oh ja, und ich war an dem Tag in der Sonne. Ich habe einen leichten Sonnenbrand gehabt. Ich weiß auch nicht, was ich euch hier zeigen wollte. Vielleicht meine Bauchmuskeln. Okay, alles klar. Was machst du da? Dann habe ich mir auch noch einen Proteinshake gemacht mit einem veganen Proteinpulver, was ich mir hier in Australien gekauft habe. Und dann zum Dinner habe ich Tortilla-Chips gemacht. Ganz einfach aus Wraps, in Scheiben geschnitten, in den Backofen für 10 Minuten, mit Guacamole. Die macht man ja einfach mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer und dann Avocados. Und dann habe ich noch ein bisschen Chili con Carne gegessen. Und das war alles, was ich an dem dritten Tag gegessen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch inspirieren. Tut mir leid, dass die Videoqualität nicht so super war. Ja, die nächsten Food Diaries werden wieder schöner vom Optischen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.